Es ist das erste Jahr nach Covid, wo wir das Fahrerlager wieder aufhaben für die Zuschauer und ich hoffe auch auf viele Zuschauer auf den Tribünen. Es ist unser Heimrennen, ja, es ist das wichtigste Rennen des Jahres. Ich bin wirklich glücklich, wieder am Ungaroring zu sein. Ich mag den Kurs. Er ist nicht so flach wie die meisten anderen Strecken im Kalender. Es geht ein bisschen auf und runter mit langsamen und schnellen Kurven. In der Vergangenheit hatte ich einige Erfolge hier. Es ist ein gutes Gefühl, zurückzukommen. Und ich hoffe, wir haben wieder Erfolg an diesem Wochenende. Vielleicht können wir ein Podium machen, aber es wird ein hartes Wochenende wie in Misano. Die Jungs vorne sind sehr schnell, besonders Norbert bei seinem Heimrennen. Im Racing gibt es keine Routinen. Es ist immer eine Herausforderung, immer schwierig. Ich hoffe, ich kann auch etwas für die Tribünen tun. Das ist so, wie wir uns dem Ganzen annähern. Wir hören nicht auf zu arbeiten und das ist das, was wir machen. Unglücklicherweise nicht im Rennanzug, aber im schicken blauen Dress. René Reinhardt, schön dich hier zu sehen, aber nicht im Drack. Das ist schade. Du hast eine Schulterverletzung. Was passiert? Das ist keine Verletzung, aber ich habe seit ein paar Wochen Schmerzen in der Schulter. Und wenn ich mit dem Arm arbeite, wird es immer stärker. In Misano hatte ich Krämpfe im Arm vor den Rennen und das war nicht spaßig. Willkommen in der Startaufstellung und danke fürs Einspringen für René Reinhardt. Er hat erklärt, wann er dich angerufen hat. Wie war deine Reaktion? Ehrlich gesagt, sehr überrascht. Ich war für eine Weile nicht im Track. Es war brillant und ich konnte es nicht ablehnen. Es ist im Moment ein kleiner Kampf, aber es geht Schritt für Schritt. Im ersten Rennen am Ungaroring der Polesetter, die Startnummer 1, der amtierende Europameister Norbert Kiech, daneben der Vize-Europameister mit der 2, Sascha Lenz. In der zweiten Reihe Adam Latzko und Jochen Hahn. Reihe 3 wird gebildet von Antonio Albacete und Stefanie Halm im Schwabentrack Iveco. Und so macht sich die Meute auf den Weg, die lange Start- und Zielgerade in Ungarn in Richtung Rechtskurve. Und Sascha Lenz versucht, Norbert Kiech auszubeschleunigen, währenddessen hier Shane Brereton und Theo Calvé aneinander geraten, aufgenommen vom Logensitz von Anthony Janjek. Hier haben wir nochmal diese kleine Rempelei, die Gott sei Dank gut ausgeht. An Kurveneingang. Norbert Kiech auf der etwas besseren Linie. Sascha Lenz muss einen weiteren Weg gehen und Kiech kann die Führung behaupten. Im Hinterfeld gibt es nochmal eine kleine Rangelei zwischen dem Newcomer Martin Gibson und Heinrich Clemens Hecker. Kiech vor Lenz oder Latzko. Lenz innen auf der Seite kann sich gegen Latzko durchsetzen und Jochen Hahn versucht an Adam Latzko vorbeizukommen, was ihm auch gelingt. Die ersten drei, Norbert Kiech, Sascha Lenz, Latzko hat dann wieder gekontert und Jochen Hahn auf die vierte Position verwiesen. Kiech kann seinen Vorsprung ausbauen. Wir sind hier in der Onboard von Norbert Kiech in führender Position liegend in der Anfahrt auf die nächste rechts in Richtung Start und Ziel. Heißer Kampf zwischen Adam Latzko und Antonio Albacete. Albacete versucht den MAN von T-Sport Bernau am Bagheera Freightliner vorbeizubringen, aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Immer wieder schert er aus, versucht Latzko nervös zu machen. Und hier haben wir den Newcomer nochmal im Bild, im 77er Iveco von Reinhardt Racing, Martin Gibson, bei seiner Premiere in der Truck-Europameisterschaft. Und die Premiere war nicht von Erfolg gekrönt. Er hatte hinten links einen Reifenschaden und muss dann leider in die Box fahren, denn mit platten Reifen hinten kann man das Rennen nicht fortsetzen. Genauso Theo Calvé,
der Probleme hat, auch er mit einem Plattfuß. Vielleicht ist man da auch aneinander geraten. Sascha Lenz mit hartem Anbremsen geht da etwas weit raus, verbremst sich, aber hat für seine Position keinerlei Konsequenzen. Jochen Hahn kann Sascha Lenz nicht überholen, weil er nicht nah genug dran war bei dem Fehler des Vize-Europameisters. Sascha Lenz wieder in Kurve 3, bremst innen an, dann geht es runter in dieser langgezogenen Kurve. Kurve 2 und 3 in Kombination, vorne schon etwas angegriffen, der MAN von SL Tragsport 30, aber Sascha Lenz verteidigt diese zweite Position gegen den sechsfachen Europameister Jochen Hahn gut. Und hier kommt Norbert Kich, Sieg im ersten Rennen vor heimischer Kulisse. Das ist ein tolles Ergebnis. Start-Ziel-Sieg, ein gutes oder ein perfektes Rennen? Oh, es war gut. Der Start war ein bisschen gruselig. Sascha ist sehr gut am Start. Wir müssen herausfinden, wie wir einen besseren Start hinbekommen. Auch in der Beschleunigung zu Kurve 1. Er hätte mich überholen können. Ich habe ein bisschen später gebremst in Kurve 1, von daher war es gut. Kurve 1 war gut, der Ausgang war gut. Hinter mir haben sie gekämpft und dann konnte ich schön Abstand herstellen, schnell. Von daher war es ein weiteres ruhiges Rennen, aber der Start war schwierig. Das erste Rennen in der Übersicht. Der Lokalmatador am Ungaroring Norbert Kich gewinnt nach 11 Runden mit 9,3 Sekunden vor Sascha Lenz. Dritter auf dem Podium Jochen Hahn. Auf den Plätzen 4 bis 6 Adam Latzko, Antonio Albacete und Steffi Halm. Die Plätze 7, 8 und 9 gehen an Shane Brereton, André Kosim und Jamie Anderson. Antoni Janjek in den Top 10 auf 11 Theo Calvé. Clemens Hecker auf der 12 und der Newcomer Martin Gibson auf 13. Position. Am frühen Samstag Abend startet das zweite Rennen am Ungaroring in der Pole Position. Die Startnummer 11, André Kosim vom Don't Touch Racing Team. Daneben Shane Brereton mit der Startnummer 17, der Promoters Cup Gewinner aus dem Jahr 2021. Stefanie Halm und Antonio Albacete in der zweiten Reihe. Alle warten auf das Erlöschen der Ampel und dann geht's los. Brereton mit einem guten Start. Kosim hält aber dagegen. Albacete versucht schon auf der linken Seite vorbeizukommen. Das Feld geht wieder in die Rechtskurve. Wir sind bei Norbert Kich, der von achter Position gestartet ist, im Reverse Grid. Vor ihm Sascha Lenz und Adam Latzko. Dann bremsen sie alle an, die Kurve 1, die sehr eng ist. Und dann geht die linke Seite relativ weit raus. Da ist Asphalt. Dann kommt Shane Brereton wieder zurück. André Kosim, Norbert Kich wird angeschossen. Antonio Albacete ebenfalls. Brereton nimmt dann Adam Latzko auf die Hörner und Sascha Lenz kann gerade noch so ausweichen, verliert aber zusammen mit Shane Brereton jede Menge Plätze. Dann geht es in die Kurve 3. Da hat Theo Calvé eine Chance, Latzko zu überholen. Dann gehen beide Bagheera quer. Anderson versucht, Calvé auszuweichen. Und da ist dann auf der rechten Seite Norbert Kich, der heftigst in die Leitplanken bzw. in die Reifenstapel einschlägt. Das Fahrzeug von Antonio Albacete havariert, vorne rechts platt, Norbert Kich Dach aufgerissen, alles kaputt und das Rennen musste natürlich nach der roten Flagge neu gestartet werden.
Nach einer kurzen Unterbrechung wurde das Rennen dann neu gestartet. Nicht mehr dabei Jamie Anderson, Norbert Kisch, Jochen Hahn und Antonio Albacete, deren Fahrzeuge nicht mehr in der Lage waren, dieses Rennen aufzunehmen. Der Start erfolgt, es ging alles soweit gut. Man hat sich geeinigt, Shane Brereton in führender Position und dahinter war es Theo Calvé. Wir sind bei Sascha Lenz, der versucht an Stefanie Halm vorbeizukommen. Adam Latzko kommt sukzessive nach vorne, Antoni Janjek ebenfalls. Aber für Antoni Janjek war das Rennen zwar auf der Strecke zu Ende, aber er wurde disqualifiziert wegen eines technischen Fehlers. Der Air Restrictor war zu groß, deswegen wurde der Lion-Truck aus der Wertung genommen. Fällt dann hintereinander unterwegs. Stefanie Halm versucht, Janjek zu überholen. Sascha Lenz versucht, Boden gut zu machen. Er hat Heinrich Clemens Hecker im Heck vor sich, wie wir hier sehen können, Stefanie Halm. Und jetzt setzt er an zum Überholen, merkt aber, dass die Lücke nicht groß genug ist. Steffen Faas, der über das ganze Wochenende auch technische Probleme hatte, versucht hier an Heinrich Clemens Hecker mit der 25 im Scania-Duell vorbeizukommen. Das gelingt ihm zunächst nicht. Sascha Lenz immer noch im Bemühen, an Steffi Halm am Schwabentrakt Iveco vorbeizukommen, währenddessen vorne Shane Brereton, André Kosim und Adam Latzko die Pace machen. Janjek, Halm, Lenz, das die weitere Reihenfolge. Runde um Runde versucht Sascha Lenz an Steffi Halm vorbeizukommen. Jeder Punkt ist wichtig und André Kosim hat die Führung von Shane Brereton übernommen, währenddessen der Bagheera Freightliner jetzt auf der allerbesten Linie ist. Adam Latzko übernimmt die Führung vor Kosim und Shane Brereton, Antoni Janjek, wir sagten, es wurde nachträglich disqualifiziert und Sascha Lenz immer noch im Bemühen, an Steffi Halm vorbeizukommen. Eine harte Nuss, die der Omitzer da zu knacken hat. Adam Latzko kann sich gleich ein kleines Stück absetzen, eine Wagenlänge Puffer hat er, währenddessen jetzt Shane Brereton gegen Antoni Janjek in der Zieleingangskurve im Überholvorgang ist. Steffi Halm schaut sich das an, Sascha Lenz ebenfalls. Brereton hat im Moment das bessere Ende für sich. Steffi Halm geht nach innen in Richtung Boxenmauer und Janjek bremst Brereton aus, kommt da relativ weit raus. Sascha Lenz übernimmt in diesem Moment die Position von Stefanie Halm und kann sich auch gegen Shane Brereton vor der Schikane entsprechend durchsetzen. Dann versucht er ebenfalls rundenlang an dem Don't Touch Racing Iveco von André Kosim vorbeizukommen. Es sei gesagt, das ist ihm nicht gelungen. Der Iveco-Fahrer kann die zweite Position verteidigen, aber souveräner Sieg von Adam Latzko für Bagheera ZM Racing in diesem zweiten Rennen. Zweiter wird André Kosim. Und auf dem dritten Platz landet der Vize-Europameister mit der Startnummer 2, Sascha Lenz. Hier der Bagheera von Adam Latzko. Beim neuen Start habe ich versucht, cool zu bleiben und nicht so ganz schnell nach vorne zu kommen. Ich wartete auf Fehler oder eine gute Lücke, um auf die erste Position zu kommen. Hat funktioniert und ich bin glücklich. Und nach dem Champagner-Spray schauen wir uns jetzt natürlich auch nochmal das Ergebnis in der Übersicht an. Das zweite Rennen in eben dieser dezimierten Form der Trucks geht an Adam Latzko von Bagheera ZM Racing. Nach 11 Runden hat er 10,7 Sekunden Vorsprung auf André Kosim im Don't Touch Racing Iveco. Dritter Platz für den Vize-Europameister, Podium für Sascha Lenz von SL Sport 30. Antoni Janjek auf der 4, Shane Brereton auf der 5 und Steffi Halm auf der 6. Siebte Position, Tankpool 24 Racing, Steffen Faas mit dem Scania. Auf der 8 der Newcomer Martin Gibson und Clemens Hecker im zweiten Scania mit der 25 auf 9. Position. Ich denke, gestern war kein normaler Unfall.
Wir haben sonst nicht so massive Unfälle. Ich denke, da waren eine Menge Faktoren im Spiel. Hier in Ungarn ist die erste Kurve sehr eng. Da hast du den Asphalt über der Begrenzung. Einige Jungs haben das genutzt. Und aus meiner Sicht wurde da nicht viel falsch gemacht. Es war ein Raceunfall. Es war eine Schande, aber es war ein Rennunfall. Wir haben darüber gesprochen, wir hatten keinen Platz, aber es war kein Fehler von irgendjemandem. Neuer Tag, neues Glück. Bei herrlichem Wetter startet der Sonntag mit dem dritten Rennen. Und nach der Super Bowl in der ersten Reihe Norbert Kiech und Adam Latzko. Sascha Lenz dahinter und Lenz attackiert sofort. Zu Beginn des Rennens kann aber Norbert Kiech nicht überholen, wird seinerseits jedoch vom Bagheera Freightliner von Adam Latzko überholt. Und auch Jochen Hahn, der sechsfache Europameister, ist im Begriff, sich dem MAN von Sascha Lenz zu nähern und ihn zu überholen. Kiech direkt schon wieder in der ersten Runde mit etwas Abstand. Und diesen Abstand kann er auch weiter ausbauen. Die Startnummer 1, der amtierende Europameister, ist derjenige, den es im Moment zu schlagen gilt. Und das zeigt sich auch hier beim dritten Rennen am Sonntag. Dahinter ein Fight um die zweite Position zwischen Adam Latzko und Jochen Hahn. Adam Latzko verteidigt mit dem Messer zwischen den Zähnen diesen zweiten Platz. Und Jochen Hahn hat im Moment noch keine Möglichkeit gesehen, an dem Bagheera Freightliner vorbeizukommen. Lenz relativ im Niemandsland auf der vierten Position nach vorne. Zu viel Abstand und hinten einen guten Abstand, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. André Kosim muss sich den Angriffen von Antonio Albacete erwehren. Und Albacete geht hier etwas eng rein und hat eine Kollision mit André Kosim, die Steffi Halm versucht zu nutzen, aber sie kommt nicht ganz vorbei. Aber Jamie Anderson mit der Startnummer 33 hat diese Situation genutzt. Antonio Albacete hat für diesen Vorgang, für diese Kollision 5 Sekunden Strafe von den Stewards bekommen. So geht das Feld in die nächste Runde. Jamie Anderson setzt sich von diesem Pulk Kosim, Albacete, Halm ab und kann am Ende einen guten 5. Platz rausfahren. Wieder der Kampf zwischen Shane Brereton und Anthony Janik. Da geht es natürlich auch um die Punkte im Promoters Cup. Antonio Albacete greift nochmal an. Jamie Anderson mit dem besten Resultat, das er bislang in Ungarn erzielt hat. Aber unangefochten in Front der Reves Racing MAN von Norbert Kiech, der hier auch das dritte Rennen in Ungarn gewinnt vor den heimischen Zuschauern, die auf den Tribünen den Local Hero feiern. Und er bedankt sich natürlich auch bei seinem Team. Die Energie der Menge gibst du direkt an dein Team wieder. Ein Teamerfolg. Jedes Stück des Sieges gehört heute Ihnen. Sie haben nicht geschlafen diese Nacht nach dem Unfall gestern. Sie haben alles repariert und haben einen unglaublichen Job gemacht. Und nach den Dingen gestern gibt es ein Team, das das reparieren kann. Das ist unser Team und sie haben es gemacht. Und nachdem Norbert Kiech das gesamte Team auf das Siegerpodest geholt hat, hier nochmal die Ergebnisse im Überblick. Erster Sieg am Sonntag, zweiter Sieg am Wochenende für Norbert Kiech. 11 Runden, 9,7 Sekunden Vorsprung vor Adam Latzko. Dritter und damit ebenfalls auf dem Podium Jochen Hahn vom Team Hahn Racing. Vierter Sascha Lenz, fünfter Jamie Anderson, sechster André Kosim. Die Plätze 7 bis 10 gehen an Steffi Halm, Theo Calvé, Shane Brereton und Antonio Albacete nach seiner 5-Sekunden-Strafe auf Platz 10. Die weitere Reihenfolge auf der 11, Antoni Janiek, Martin Gibson auf 12. Position und auf dem 13. Platz Clemens Hecker von Hecker Racing.
Zum Abschluss des Rennens Sonntag, es ging es dann nochmal im Reverse-Grid auf die Strecke. Weitere 11 Runden sind zu absolvieren und Adam Latzko und Stefan Jalm in der ersten Reihe versuchen in der ersten Kurve diese Plätze auch zu verteidigen. Es geht heute alles gut. Toni Hidden, der 4er-Delegierte, hatte nochmal zu einer extra Fahrerbesprechung eingeladen, um den Fahrern und Steffi Hahn nochmal ins Gewissen zu drehen. Adam Latzko führt, Jochen Hahn auf der zweiten Position und dahinter versucht André Kosim, sich gegen den Europameister Norbert Kisch zu verteidigen, der sich schon in der ersten Runde auf die 4. Position gefahren hat. Vor der Schikane ist es dann passiert. Norbert Kisch geht auf Platz 3. André Kosim muss ihm Platz lassen, weil er genau weiß, dass er gegen den Reverse Racing MAN keine Chance hat. Norbert Kisch also auf dem Weg nach vorne, währenddessen Steffi Halm und Sascha Lenz wieder im Clinch sind und auch Adam Latzko versucht, noch eine Rolle zu spielen. Jamie Anderson ist jetzt mit André Kosim im Infight und Norbert Kisch versucht, am sechsfachen Europameister Jochen Hahn vorbeizugehen. Das gelingt ganz, ganz lange nicht und dann ist Kisch auf der besseren Linie und an gleicher Stelle vor der Schikane am Ungaroring überholt Norbert Kisch ein weiterer Platz nach vorne und die Menge kennt natürlich kein Halten mehr. Gelingt es dem Europameister hier, das dritte Rennen zu gewinnen an diesem Wochenende? Wir werden es sehen. Dafür musste er Theo Calvé in einen Fehler treiben. Theo Calvé, der 8 Runden lang gegen Norbert Kisch und Jochen Hahn gekämpft hat, wie ein Löwe in der 9. Runde. Technischer Defekt, Bremsscheiben gebrochen, aus der Traum vom Meisterstück. Und so ist es dann, Norbert Kisch, der souverän in Führung liegt, Jochen Hahn auf zweiter Position und Sascha Lenz kämpft gegen Adam Latzko. Macht kleine Fehler, vielleicht sind es auch die Reifen, die da nicht mehr gehen, dann gibt es ein enges Duell. Dann geht Latzko hinten auf das Heck von Sascha Lenz. Der Vorfall wurde dann auch untersucht, aber hat keine Auswirkungen gehabt. Und Adam Latzko setzt sich gegen Sascha Lenz durch und übernimmt die 3. Position auch in der Schikane. Kann Lenz hier nicht kontern. Und so ist das Ergebnis. Kisch, Hahn, Latzko. Der 3. Sieg an diesem Wochenende für Norbert Kisch. Und das feiert er mit den Zuschauern mit ein paar Donuts. Heute war das ein guter Tag. Jeder war vorsichtig bei den Angriffen. Ich hatte minimalen Kontakt, denke ich, aber es war sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich, so von gestern zurückzukommen. Das Team hat den Truck repariert. Und hier am Sonntag rauszugehen mit 2 Rennsiegen ist schon besonders. Ein großes Dankeschön und hohen Respekt an alle Teammitglieder mit einem fantastischen Job über Nacht und auch heute mit dem Setup und der Vorbereitung des Trucks für jede Session. Es ist das beste Team hier, da bin ich mir sicher. Und natürlich schauen wir uns auch nochmal zum 4. Rennen die Übersicht an. Der große Gewinner des Wochenendes, Lokalmatador Norbert Kisch, gewinnt das 4. Rennen nach 11 Runden, 5,2 Sekunden vor Jochen Hahn, der an diesem Wochenende auch 3 Podestplätze erzielen konnte. 3. Platz auf dem Podium, Adam Latzko gestern mit einem Sieg. Heute ist es dann nochmal der 3. Platz. Sascha Lenz mit einem weiteren 4. Platz und Steffi Halm auf der 5. 6. Position und gutes Wochenende für Jamie Anderson. Antoni Janiek auf der 7, Antonio Albacete stellt den T-Sport Berno MAN auf die 8. Position, André Kosim im Don't Touch Racing Iveco auf der 9 und Shane Brereton vom Team Apollo Tires Tour Track Racing auf der 10. Die Plätze 11 bis 13 gehen an Clemens Hecker, Martin Gibson und Theo Calvé. Steffen Faas hat das Auto aus technischen Gründen für Sonntag zurückgezogen. Der Meisterschaftsstand sieht wie folgt aus. Norbert Kisch mit 101 Punkten in Führung vor Sascha Lenz, 18 Punkte zurück. Jochen Hahn auf der 3. Position mit 78 Punkten. Adam Latzko folgt mit 59 Punkten. Und ihm im Heck liegt Antonio Albacete mit 51 Punkten. Der 6. Platz wird komplettiert von Steffi Halm mit 44 Punkten. Die weitere Reihung seht ihr.
Es ist eine Ehre, dass wir an diesem Sportevent teilhaben dürfen und wir sind glücklich, einen ungarischen Sportler so erfolgreich in den Rennen zu sehen. Die Meisterschaft ist mit fantastischen Teams bestückt und wir heißen sie willkommen und die Zuschauer auf den Tribünen tun das auch. Wir sind stolz auf den Trax Motorsport, weil Trax ja auch das Rückgrat des weltweiten Transportsektors ist. Danke an die Meisterschaft, dass sie in unserem Land zu Gast ist und ich wünsche allen Teams das Beste für die nächsten Rennen. Norbert Kisch feiert sich, sein Team und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ein paar Donuts. Emotionen pur an diesem Wochenende. 3 Siege im Heim-Grand Prix, das muss man auch erstmal machen. Aber es geht ja in 3 Wochen schon weiter. Vom 1. bis zum 3. Juli ist die Goodyear Fiat Truck Europameisterschaft zu Gast am Slowakiering. Bis dahin, bleibt gesund.